Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die Trend Raider Box ist da. Erste Box des Jahres von Trend Raider. Ich bin sehr gespannt, was da drin sein wird. Die ist so mittelschwer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es raschelt nichts. Ich weiß auch noch gar nicht, was das Motto ist. Aber ich habe natürlich wie immer einen Rabattcode für euch. Der steht in der Infobox mit Link. Da habt ihr schnell auch einen Zugriff drauf. Wundert euch nicht. Ich sage das gefühlt in jedem Video diesen Monat, weil ich vordrehe. Ich bin krank, ich bin erkältet. Ich weiß nicht, aber es hört gar nicht mehr auf. Ich habe dauernd was anderes. Und ich habe hier super trockene Haut, weil ich mir vor ein paar Tagen auch noch hier irgendwie was zugezogen habe. Da hatte ich richtig dickes Auge. Es sah aus, als hätte ich aufs Auge gebollert bekommen. Ich bin aufgewacht, dann war hier alles dick. Öfter mal was Neues, sonst wäre es ja langweilig. Gott, Leute, mir wäre so gerne mal langweilig, aber soll nicht sein. Naja, nichtsdestotrotz möchte ich für euch die Videos drehen, dass ihr auch was zu sehen habt. Inner Power ist das Motto. Und von der Füllmenge her ist es jetzt so mittelvoll auch. Ich habe hier das Kärtchen. Ich glaube, das ist die 7. Soll das eine 7 sein? Ich meine, ja, aber ich glaube, ich habe die 7 auch schon. Ich glaube, die 1 oder so fehlt mir noch. Dann haben wir das Heftchen mit den Produkten und den Preisen. Ich finde das schön, dass bei Trend Raider noch sowas mit dabei ist. Ist ja jetzt nicht mehr so gang und gäbe bei den Boxen. Finde ich sehr schade, weil ich mag das eigentlich mit so einem Heftchen ganz gerne. Gucken wir dann auch noch rein. Und jetzt ziehe ich aber als erstes mal ein Produkt raus. Oh, das kenne ich. Und das habe ich tatsächlich sogar auch hier unter der Spüle stehen. Ich glaube, das war schon mal drin. Ich habe es bisher noch nicht verwendet. Es soll aber super, super gut sein. Muss es einfach auch mal ausprobieren. Aber ich hasse Putzen. Und das ist was zu putzen. Ab und zu muss es natürlich mal sein, klar, ne? Muss. Aber das soll richtig, richtig gut sein. Umweltfreundlicher Reinigungs- und Polierstein. Gift- und säurefrei Universalstein. Ja, ist mit so einem Schwamm dann noch. Wie gesagt, das soll auch richtig gut sein. Da ist der Schwamm. Und das ist der. Der soll super gut sauber machen, sehr ergiebig sein. Da habe ich schon viel drüber auch gesehen auf Instagram. Also der war auch mal eine Zeit lang richtig gehypt. Ja, deswegen, ich finde es jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Mal gucken, wo ist das Produkt denn? Hier. 12,99 €. Universalstein.com. Wie gesagt, soll sehr gut sein. Nächstes Produkt. Oh, das sieht schön aus. Von Mr. Low & Co. Good Looking Taste Johannisbeer-Dressing. Ohne Zucker, ohne Fett. Vegan, glutenfrei, laktosefrei, sojafrei, mit Süßungsmitteln. Okay, ja, Wasser, Rotwein ist Rotweinessig ist drin, Johannisbeersaftkonzentrat und so anderes Zeug. Ja, cool. Warum nicht? Ich werde das mal ausprobieren. Klingt eigentlich ganz lecker. Kostet 2,49 €. Enthält weder Zucker noch Fett. Dafür jede Menge Geschmack. Okay. Für die Diät im neuen Jahr. Oh! Leute, da freue ich mich ja total. Hoffentlich ist das auch was für mich. Ein Produkt von Louis Vuitton. Sehr cool. Angenehmer Geschmack, hä? Louis Vuitton, ist das nicht Pflegeprodukte wie Creme und sowas? Soll man die jetzt essen? Nahrungsergänzungsmittel Skin Biome Boost für ein verbessertes Hautbild bei unreiner Haut. Ja. Ich habe ja öfter mal. Sehr cool.
Ja, nee, sowas mag ich. Ich habe meins jetzt auch schon fast leer. Das waren so Gummibärchen aus einer Box. Da habe ich jetzt noch für 2 oder 3 Tage und dann ist das auch leer. Ich benutze das. Warum nicht? 18,90 Euro. Oha. Power für deine Haut. Der Skin Appeal Skin Biome Boost von Louis Widmer sorgt für strahlenden Glow von innen. Das probiotische Nahrungsergänzungsmittel bringt mit seiner Kombination von Milchsäurebakterien und Niacin Vitamin B3 deinen Teint in Balance und verbessert so dein Hautbild. Gleichzeitig stärkt es die Hautbarriere und das Immunsystem. Niacin reguliert die Talgproduktion. So bringst du auch unreine Haut wieder ins Gleichgewicht. Ja, ich finde das gut. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Da freue ich mich drüber. Ich mag sowas ja ganz gerne. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich hätte es mir jetzt mal gerne angeguckt, aber es ist zu. Guck mal, ob ich hier eine Schere oder was habe. Hab was. Nagelschere, aber egal. Oh, geh auf. Okay. Hallo? Hab's. Ah, oh, da ist ganz schön viel drin. Muss man das irgendwie auflösen oder was? So sieht das aus. Ein Sachet am Tag. Hä, aber wie geht das jetzt? Einfach so nehmen oder muss das in Wasser rein? 30 Sachets, das weiß ich jetzt schon mal. Das steht drauf. Weiß nicht, wahrscheinlich einfach so. Da steht nämlich jetzt nichts dabei. Nee, aber finde ich gut. Also ich mag das. Noch was? Demeter. Sagt mir jetzt so auch gar nichts. Sieht schön aus auf jeden Fall. Himalayan Inner Power Bio-Kräutertee. Das kann ich gut gebrauchen hier mit meiner Rotznase schon wieder. Oh, das nervt mich selbst, ne? Ständig. Oh, schön. Das ist so ein Beutel. Ja, cool. Ein bisschen was kann man schon mal schnuppern. Bin ich mal gespannt jetzt. Hoffentlich ist das nicht wieder so ein Grüntee. Markiert es irgendwie gar nicht mehr. Kräutertee aus Nepal. Was steht da noch so dabei? Starke Körper und Geist mit den Bio-Kräutertees von Nepali Gardens. Die ayurvedischen Teemischungen aus Nepals ersten Demeter-Betrieb stecken voller Power, denn im kargen Boden am Fuße des Himalayas bilden die Kräuter besonders intensive ätherische Öle. Okay. Steht jetzt aber nichts drauf, ob das jetzt ein Grüntee oder so ist. Da steht einfach nur Kräutertee. Und was da drin ist, Moringa, Zitronengras, Guduchi und ein indisches Lorbeerblatt. Okay, ich werde das probieren. Da freue ich mich drüber. Tee ist immer gut. Was kostet das Ganze? 3,49 Euro. Ist auch in Ordnung, wenn es schmeckt. Kann man das mal nachkaufen? Dann I Want You Naked. Ist ja auch immer nicht ganz so günstig, die Marke. Hair and Scalp Serum. Rescue Treatment. Repairing. Aha. Regenerierendes und kräftigendes Haar- und Kopfhautserum. Ja, warum nicht? So sieht's aus. €39. Na, ich hab's ja gesagt, das ist immer so ein bisschen teurer da, das Produkt. Okay. Ja, kann man mal benutzen, warum nicht? Kann man mal ausprobieren. Ich habe jetzt aktuell eigentlich ganz gute Haare. Ich bin damit ganz zufrieden. Die sind auch auf einmal irgendwie total gewachsen, wo ich frisch beim Friseur war. Und dann auf einmal hat es voll den Schwung gemacht, weil ich mir dachte, toll, warum jetzt? Warum nicht vor einer Woche? Aber gut. Dann sehe ich noch was, da freue ich mich auch. Kloster Kitchen. Ein Vitaminshot mit Acai. Vitamin C. Oh nein, jetzt habe ich Angst. Ich vermute ja, dass ich hier dieses dicke Auge hatte, weil ich
Ich hatte Corona und dann hatte ich so Heißhunger auf Kiwis und mit Vitamin C, da habe ich ja so meine Probleme. Vitamin C-Produkte für die Haut und so, das vertrage ich ja nicht. Ananas vertrage ich ja auch nicht, bekomme ich Ausschlag. Und Kiwi hat ja auch sehr viel Vitamin C. Und aber ich meine, der Körper braucht das doch auch. Das kann doch da nicht sein. Ja, und dann habe ich halt so Bock gehabt auf Kiwi immer, habe mir immer 2, 3 reingezogen jeden Tag und dann hatte ich das dicke Auge. Und jetzt habe ich das mal 3 Tage weggelassen, obwohl ich schon Bock drauf gehabt hätte und jetzt ist es wieder besser geworden. Eventuell könnte es daran gelegen haben, aber vielleicht war es einfach zu viel des Guten, ne? Ich meine, wenn man dann halt gleich so übertreibt, dann ist es halt auch nicht immer so von Vorteil. Aber ich werde das trotzdem mal ausprobieren. Ich muss ja nicht die ganze Pulle hier wegtrinken. Ja, finde ich gut. Ich mag sowas. Gefällt mir. 1,99 €. Ja. Nächstes Produkt. Das ist das Special Trend Goodie, das 12-Monats-Abonnenten-Goodie. Da bekommt ihr nämlich, wenn ihr für 12 Monate direkt abonniert, bekommt ihr da auch öfter mal ein Goodie mit rein. Und da habe ich, da gibt es 2 verschiedene, entweder ein kaltgepresstes Speiseöl, das hätte mir auch sehr gut gefallen. Und ich habe jetzt hier drin ein powervoller Immunbooster von hempamed.net. Frauenstark. Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D3, Ingwer-Extrakt und natürlichem Hanf-Aroma-Extrakt in MCT und Hanfsamenöl. Ja, aber das finde ich auch gut. Sehr cool. Gerade jetzt im Januar, da muss man sich wieder die ganzen Vitamine reinziehen und alles, was man bekommt. Doch, das finde ich ganz gut. Da muss ich mal gucken. 5 Tropfen bei Bedarf. Okay. Da muss ich mal durchlesen, wie genau und doch, aber das finde ich cool. Das gefällt mir, aber no, wenn man schwanger ist, dann nicht. Bin ich aber nicht. Dann. Nächstes Produkt, da freue ich mich total. Ich glaube, das ist, oder? Nee, ist nicht ganz das letzte. Ich glaube, das ist das vorletzte. Tada! Rosenthal-Maske für 9,90 €, Leute. Das würde ich mir never kaufen. So geil von Rosenthal. Ist ja der Wahnsinn. Die machen doch eigentlich Geschirr, oder? Ich war doch mal in so einem Ding drin, wo man hier so ein Outlet, wo man dann Geschirr kaufen konnte davon. Ich habe da auch was bekommen damals, da war ich noch ein Kind. Ein Kinderteller, eine Tasse, eine Schüssel. Puh, wo das abgeblieben ist, keine Ahnung. Bestimmt meine Mutter hergegeben. Oh, bist zu alt jetzt, zack, weg. Ja, hab's auf jeden Fall nicht mehr. Hier kommt der frische Kick für deine Haut, die Slow Aging Sheet Mask von Rosenthal Organics. Polstert kleine Fältchen auf, regeneriert und beruhigt dein Hautbild. Hyaluronsäure versorgt dich mit Feuchtigkeit, Kollagen stärkt deine Haut und beugt einen Elastizitätsverlust vor. Ja, cool. Ich habe schon gestern eine Feuchtigkeitsmaske gemacht, hier wegen meiner trockenen Haut von der Entzündung. Das vom Naseputzen, ich sehe aus. Egal. Ja, finde ich sehr cool. Masken gehen immer. Dann ist hier noch was drin. Pastinake. Das gebe ich meiner Freundin. Da kann sie Pastinaken anpflanzen. Mag ich ganz gerne. Vor allem hier im Suppengrün ist das ja auch öfter mal drin, glaube ich. Schmeckt gut. Und sie pflanzt auch viel an. Da kannst du mal ein paar Pastinaken anpflanzen. Ich glaube, das macht sie sonst nicht. Aber ich glaube, Karotten pflanzt sie an. Und kann man mal was Neues ausprobieren. Was hätte es noch gegeben? Was anderes? Hä, warte mal. Einhorn. Was? Nein. Studentenblume. Ehrenregion steht da drauf. Ich schließe wieder Einhorn. Okay.
Ja, Pastinake finde ich auch gut. 4,60 Euro von primosa.de. Okay. Ja, ich denke, da freut sie sich drüber. Dann haben wir... Oh nein, ist noch was Süßes. Oh, Leute, das ist ja mega süß. Wartet mal. Ist noch was drin? Ich dachte, das wäre schon gewesen, aber nee. Was ist das? Ich glaube, das ist auch sowas zum Einpflanzen, oder? Oder meine ich das jetzt nur? Da sind doch so Körner zwischendrin. Warte mal, steht da was? Lass diese Karte aufblühen. Einfach in kleinen Stückchen in die Erde geben. Regelmäßig gießen und freuen. Ja, das sind so Samen dabei. Okay, finde ich cool. Das kriegt auch meine Freundin. Dann haben wir hier noch was. Ciao Plastik, High Nachhaltigkeit. Nice. Ich kenne das gar nicht. Klopapier. Kann man auch immer brauchen. Und dann haben wir hier noch was. Biogena One. Der Food Supplement Drink. Mit 99 High-End Ingredients. Ja, da kann man sich ja aber diesen Monat die volle Power hier gönnen. Finde ich auch nicht schlecht. So sieht's aus. Ich werde das auf jeden Fall machen. Ich mag sowas, ja. Ich stehe da auf so Gedöns. Supplemente und so. 7,15 Euro. Biogena One ist der Green Drink der nächsten Generation für einen gesunden Start ins neue Jahr. Mit seinen 99 High-End Ingredients unterstützt das Supplement mentale Fitness, Immunsystem, Wellbeing, Healthy Aging und verleiht dir Energie für sportliche Aktivitäten, ja. Sportliche Aktivitäten habe ich jetzt erstmal ausgesetzt, wegen, weil ich ja Corona hatte und so. Und ich hatte das zum ersten Mal. Ja, wollte ich andere Sachen halt eher dann, ja, vorbeugen, dass ich dann halt nicht noch mehr Weißwurst kriege. Das soll man ja nicht machen und genau. Ja, bin ich mal gespannt. 30% kann man da auch sparen mit Health 30. Bei Rosenthal kann man auch sparen, 25% mit Trendbox 25. Kann man noch irgendwo sparen. Ja, wenn man sich die Box kauft, da kann man ganz viel sparen natürlich. Dann bei hempermed.net kann man auch sparen, 20% mit Herz 20. Genau, dann ist noch ein Rezept drin für einen Salat. Mit dem Dressing hier. Okay. Und dann war hier noch was Süßes mit drin. Ich glaube, das kann man auch einpflanzen. Guckt mal. Super niedlich. Wachsende Kunst. Künstlerin Anna aus Hamburg. Instagram prinzkrams_illustration. Karottensamen. Ist ja der Hammer. Was steht denn da drauf? Meine Pflanze ist nicht vertrocknet. Sie wächst nur knusprig. Ja, so ist das ungefähr immer bei mir. Ja, genau. Das ist sehr süß. Sehr, sehr, sehr süß. Ja, das bekommt alles meine Freundin. Sehr cool. Das war's jetzt. Mit der Box hat mir eigentlich richtig gut gefallen. War jetzt nicht so viel drin, aber auch viele teure Produkte. Und ich persönlich bin damit sehr zufrieden, habe mich sehr über die Box gefreut. Wie gesagt, in der Infobox steht ein Rabattcode, da könnt ihr sparen. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.